Hallo liebe Freunde, wer von euch ist schon mal einen 600 PS Wagen gefahren? Hand hoch, ehrlich. Wahrscheinlich nicht allzu viele von euch. Da sind wir auch in einer sehr, sehr exklusiven Zielgruppe. Da reden wir von Porsche 911, wir reden von Ferrari, Lamborghini, BMW M, AMG und so weiter. Also eine sehr, sehr exklusive Zielgruppe, die auch sehr, sehr sportlich aussieht. So, und jetzt haben wir hier einen Kia EV6 GT, der ebenfalls annähernd 600 PS haben soll. Und überall findet sich dieses Logo. GT, selbst das Kennzeichen hat ein GT. Dann haben wir gelbe Bremssättel. Gelbe Bremssättel. Und wir haben sehr stark ausgeformte Sitze. Ebenfalls mit einem GT drauf. Und wir haben auf dem Lenkrad einen Knopf, der auch GT trägt. Was macht man also mit so einem Powerriegel, so einem Elektrowolf im Schafspelz? Ich könnte euch natürlich jetzt eine Menge Videos zeigen, wie ich Vollgas gebe und dabei Mama schreie und so ähnlich. Aber davon gibt es schon genügend Videos. Das machen schon andere Leute, die viel wichtiger sind als ich. Man kann mit dem EV6 GT, da kann man schon eine Menge Spaß haben. Ein bisschen freie Strecke vorausgesetzt natürlich. Aber es muss ja auch nicht immer Höchstgeschwindigkeit sein. Mal ebenso im Stadtverkehr den Porsche an der Ampel am Horizont verschwinden sehen, das sorgt auch schon für eine Menge Spaß. Halt eben aus Pietätsgründen zeige ich so ein Video mal nicht, aber da kann man schon richtig Spaß mit dem EV6 GT hier haben, weil der ja eben nicht so aussieht, als hätte er knapp 600 PS. Machen wir doch was Besseres. Wir fahren mit dem EV6 GT von Berlin bis nach Kalifornien mit einer Akkuladung. Und wie immer geht es los aus dem fantastischen Berlin, der glücklichsten Stadt der Welt, in der 4 Millionen Menschen leben, die alle miteinander leben wollen. Und wir verlassen Berlin nordwärts, fahren ein bisschen durch Brandenburg, fahren ein bisschen durch Meckpomm und kurz vor Hamburg biegen wir Richtung Norden ab, fahren ins wunderschöne Schleswig-Holstein, bis rauf nach Schönberg und da könnt ihr es sehen, da fahren wir hin. Da ist Kalifornien, etwas östlich von Kiel. Ja, wir sind jetzt hier in Kalifornien angekommen. Ich würde euch ganz gerne das Ortsschild zeigen, geht aber nicht. Ein Hotelmitarbeiter hat gesagt, der Ort ist touristisch so beliebt hier, dass regelmäßig das Ortsschild geklaut wird. Also zeige ich euch das Schild hier als Beleg, dass ich in Kalifornien war mit dem Kia EV6 GT. So, jetzt sind wir hier in Kalifornien, haben eine wunderschöne Nacht. Hier kommt gerade eine Möwe vorbei. Eine wunderschöne Nacht im Beach Hotel California gehabt. Und jetzt überlegen wir gerade, wohin wir als nächstes fahren. Und da haben wir uns was Lustiges ausgedacht. Und zwar fahren wir jetzt weiter mit dem Kia EV6 GT von Kalifornien bis nach Brasilien mit einer Akkuladung. Mal gucken, ob wir es schaffen. Wozu gibt es beim Kia EV6 GT eigentlich diese GT-Taste? Ich schätze mal, GT steht für grüne Taste. Ja, macht Sinn. Oh, ich habe euch versprochen, wir fahren mit einem Kia EV6 GT mit einer Akkuladung von Kalifornien bis nach Brasilien. Da seht ihr es. Wir sind angekommen. Und das Ganze ist ein richtig schöner Ort an der Ostseeküste in Schleswig-Holstein. Wunderschöner Strand, kann ich euch nur empfehlen. Und fahrt einfach mal vorbei und macht ein paar Fotos und ihr könnt euren Freunden, Bekannten, Enkeln sagen, ihr wart mal am Strand in Brasilien gewesen. Ganz, ganz toller Ort und ihr müsst gar nicht weit dafür fahren. Wofür auch immer dieser grüne Knopf steht, der macht Spaß. Der macht richtig Spaß. Ja. Geiles Auto, geiles Auto. Ich
Snacks. Nimm doch noch mal ein bisschen. Ja, warte mal. Den kriegst du auch nicht weg. Du kannst gar nichts gegen machen. Wischen sich von alleine die Karten. You know what? Abonnier den Scheiß.